Auf ein neues zu einer weiteren und der letzten Folge von Let's Play Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Im letzten Part sind wir ja durch die Rätsel schon ordentlich in Schwitzen gekommen und wir hoffen mal, dass es jetzt einfach besser läuft. Mehr können wir dazu nicht sagen. Ach nö. Symbolkünstler. Diese Figur besteht aus 7 Würfeln. Auf allen Würfeln sind die gleichen 6 Symbole auf gleicher Weise angeordnet. Dir wurde aufgetragen, einen 8. Würfel zu bauen. Sieh dir die Figur genau an und finde heraus, welches Symbol in welcher Ausrichtung auf welcher Seitenfläche des 9. Würfels gehört. Symbolwürfel, so hieß es. Möchten Sie schon einen Tipp? Warte. Ich muss kurz ein bisschen. Ich wüsste, welches von den beiden ist das? Ach, schön. Was denn? Welches von diesen beiden ist das? Herr 2 ist das, wo du es reinlegen musst. Und das 1 ist das Ganze. Das sind die 7 Würfel, die schon vorher da sind. 2 ist der Würfel, den du zusammenklappst und dazu packst als 8. Stehst du? Ja. Ach, und sind alle gleich aufgebaut. Das... Ja. Kommt das hier rein? Das zeigt ja hoch. Nur gedreht halt. Herz. So, das muss da auch drauf zeigen. Herz ist schon mal gut, ja. So. Rüber ist das so gedreht. Ja, Kreis muss man nicht drehen, nur die Frage ist, wo das Kreis ist. Ja, warte. Kreis, so, neben dem Karo. Hier dann der Stern, der glaube ich auch nicht gedreht werden muss, würde ich aber mal schätzen. Das ist eine Lüge. Das ist kein, das ist ein 5. Ach so, guck mal, ja. Nicht. Aber das zeigt hier mitten rein, das Ding. Korrekt. So richtig. Ja, absolut. Etwas Kreativität, etwas Elan und eine herrliche Denkaufgabe. Ich hab erst was ganz anderes gedacht, aber gut. Wie die Aufgabenstellung meinst du? Ja. Okay. Dass das halt ein Würfelnetz ist und du musst ein anderes Würfelnetz machen, was dann genauso aussieht von außen. Richtig, die Symbole müssen genauso auf dem Würfel arrangiert werden. Mutter und Tochter. In einem kleinen Ort haben sich Mutter und Tochter aus den Augen verloren. Die Mutter befindet sich bei Punkt A, die Tochter bei Punkt F. Sie beginnen einander zu suchen, wobei die Mutter den roten Weg von A nach F einschlägt und die Tochter entlang der gelben Linie von F nach A sucht. Beide bewegen sich gleich schnell und alle Straßen sind gleich weit voneinander entfernt. Am Ende ihres Weges drehen sie um und gehen denselben Weg zurück. Wo treffen sie sich? Das geht ja eigentlich relativ einfach, denke ich mal. So, ein Schritt. Ein Schritt. So, warte mal, nee, falsch rum. Schon instant verkackt. Die Mutter. Mutter ist A. F, recht schnell entlang. Tochter ist die gelbe, okay. Ach, das ist egal. Das heißt so. Das. So. Dann Mutter. Tochter. Mutter. Tochter. Mutter. Nein. Ist alles gut. Sie gehen auf den Weg eh gleich wieder zurück.
die Farbe falsch gemacht. Ach. Schwamm drüber. Mutter. Tochter. Die Tochter muss immer nachziehen Mutter. Bei dir, ja? Okay. Okay. Mutter. Tochter. Mutter. Tochter. So, und wieder zurück. Mutter. Bei ihr jedenfalls. Und jetzt wird die Tochter zu orange. Ja, mach einen zweiten Strich. Tochter. Ah, schlau. Dann die Mutter. Tochter. Mutter. Könnte auch Lysops Oma sein. Mutter. Mutter. Tochter. Mutter. Tochter. Mutter. Tochter. Mutter. Hä? Warum ist sie denn schon wieder hier? Tochter. Du musst es öfters machen, glaube ich. Das dauert jetzt, Jan. Merk das schon. Alter. So. Geht die Tochter mit Blau wieder los. Blau. Schwarz. Oha. Blau. Schwarz. Blau. Schwarz. Bei C treffen sie sich. Das ist falsch. Was? Wie jetzt? Hä? Ich bin mir doch genau nachgefolgt. Ist der eine nicht jetzt schon weggelaufen? Wie weggelaufen? Naja, ist einer nicht jetzt schon den nächsten Schritt gegangen, während der andere den anderen noch gehen muss? Nee. Wohl doch, dann die Mutter... Was? Musst du... Nee, ich glaube, ich habe die Mutter als letztes... Ja, ich habe Schwarz ausgewählt, stimmt. Die Mutter... Nach der Tochter ist Schluss. Ja, muss noch weitergehen. Tochter blau. Mutter schwarz. Tochter blau. Mutter schwarz. Blau. Schwarz. Tochter blau. Mutter schwarz. Das geht doch jetzt wieder so zurück. Ah! Ja, die beiden laufen mehrfach. Du wirst auch eine Antwort gleich sehen. Aber ich sag's doch nicht. Warte, Mutter schwarz. Mutter habe ich als letztes. Ich lösche das jetzt und mach das nochmal mit. Mutter war als letztes. Das heißt, jetzt geht wieder die Tochter los. Dann die Mutter. Tochter. Das ergibt keinen Sinn gerade, sonst würden die sich ja bei B treffen. Tochter geht los, dann die Mutter, dann die Tochter, dann die... Du hast dich bemüht, wir machen es nicht nochmal, die Antwort ist... Kackspiel. Und, meine Antwort. Kein Rätsel ohne Lösung. Korrekt, der Ort des Wiedersehens ist E. Die beiden treffen sich, während die Mutter das dritte Mal ihren Weg abläuft. Die Tochter ist bereits zum fünften Mal unterwegs. Alter. Okay. Ich
Schmuckschatulle, du weißt, was das heißt. Ja. 99 wieder. In einer Schmuckschatulle befindet sich ein reich verzierter Rahmen sowie zwei überaus kostbare Edelsteine. Tausche die Position des roten und blauen Edelsteins und stelle danach den Rahmen in der Mitte wieder her. Na, wenn es nicht mehr ist als das. Wenn es nicht mehr ist als das. Hier ist das Lösungsvideo nur 2 Minuten 30 lang. Aber man braucht mehr Züge als beim letzten, wie sowas schon. Aber was heißt das schon? Es sind noch mehr Teile. Oha. Bitte was? Als ob das hat? Nein, oder? Das ist doch andersrum noch. Das ist noch normal. Achso, oh, jetzt habe ich mich gefreut, Scheiße. Ach, schade. Wir haben natürlich wieder eine Menge von Tipps. Ja. Die Spaß machen können. Beziehungsweise die den Spaß stärken. Ich muss jetzt erstmal einen vernünftigeren Anfang finden. Da würde der erste Tipp helfen. Wieder da drin. Wenn man bei fast 100 noch nicht einen guten Anfang hat, kritisch. Na dann los. Bewege erst die Einzelteile des Rahmens so, dass du das blaue Juwel in die untere rechte Ecke buxieren kannst. Blaue unten rechts kriege ich hin. Hoffentlich. Ja. So, nächster Tipp. Bewege danach den roten Edelstein nach links und bewege dafür den blauen auf die Ausgangsposition des roten. So, danach. Der rote Stein kommt kurz in die untere linke Ecke, wird diese aber gleich wieder verlassen müssen, sobald du den Rahmen wieder zusammensetzen willst. Untere linke Ecke. Der ist jetzt also nur kurz da, aber wir wollen es ja zusammensetzen. Deswegen, um den Rahmen wieder zusammenzusetzen, musst du den roten Klunker nach oben und neben den blauen Stein bewegen. Ja. Bewege danach beide Juwelen in die obere linke Ecke. Die Rahmenteile sollten sich jetzt in einer guten Ausgangsposition für den Zusammenbau befinden. Weiter. Als letztes bewegst du den roten Edelstein zurück in die linke untere Ecke und den blauen in die rechte obere Ecke. Und dann kommt noch, während du den Rahmen wieder zusammenbaust. Der Rahmen ist wieder ganz, nicht wahr? Ich glaube, ich habe wieder was kaputt gemacht. Versuch doch mal jetzt das alles... Nein, mach den da hin. Ja genau, und jetzt mach den anderen, der da ist, nach links. Nein, den nicht. Den machst du oben hin. Noch eins nach oben, genau. Den unteren rechten schiebst du jetzt nach... Nein, nicht den anderen. Nein, was? Nein! Genau, und den unteren rechten jetzt auch nach links.
Den da unten. Jetzt ist alles stockfest. Versuch, du musst, glaube ich, den roten jetzt noch ein bisschen mitbewegen, damit das klappt. Oder? Lass uns nochmal von vorne starten. Soweit hat doch alles so gut geklappt. Ja, es ist auch nicht mehr viel. Jetzt sind sie wieder da. Jetzt musst du gucken. Jetzt sind wir wieder an der einen Ausgangsposition. Ja, jetzt drehst du. Jetzt ist gut. Das könnte gut sein. Nein, da war der Fehler. Kannst du den nach links? Ja. Geht das irgendwie? Wir haben es genauso wie wir es eben auch hatten. Ah, schade. Nee, mach das nochmal so. Mach nochmal den einen Link. Nein, nein, nein. Oder? Mach, ja, genau so. Mach den ja da rein, genau. Ist besser, oder? Nein! Zurück. Ja. Jetzt den oberen nach links. Ja, selbe nein. Ausgangsposition. Sicher? Bist du? Nein, dann mach mal den. Nein, oh Gott. Den jetzt nach rechts. Den linken, genau. Kann man das jetzt machen? Kannst du den anderen schieben? Da geht nichts. Okay, schade. Ja, wir müssen nochmal neu, oder? Weiß es nicht, vielleicht sehen wir es einfach nicht gerade, das kann sein. Was? Stopp. Den unten nach links, den anderen nach unten rechts, den anderen da in die Ecke dazu, den anderen nach rechts, den anderen nach oben. Ja, genauso. Sicher? Ja, es ist immer, dass das so eingeklemmt ist. Der müsste nur noch nach vorne. Ich will nochmal eine Sache versuchen, wie gesagt. Nee, nicht in die Richtung. Mach mal den von den linken nach oben und nach rechts. Nein, den oben nach rechts. Den anderen da rein. Dann kommt man da nicht weiter. Ja, wir müssen von vorne starten. Okay. Bewege erst die Einzelteile des Rahmens so, dass du das blaue Juwel in die untere rechte Ecke boxieren kannst. Du musst immer ja sagen, wenn es weitergehen kann. Ja, also noch nicht, aber ja, ich hab's verstanden. Blaue in die untere rechte Ecke.
ist da. Bewege danach den roten Edelstein nach links und bewege dafür den blauen auf die Ausgangsposition des roten. Der rote Stein kommt kurz in die untere linke Ecke, wird diese aber gleich wieder verlassen müssen, sobald du den Rahmen wieder zusammensetzen willst. Ja. Also wenn der rote unten links ist, musst du mir sagen. Doch den roten unten in die Mitte rein. Und jetzt den anderen nach links da oben. Also. Nein, nicht den. Was? Den blauen müssen lassen wir blau jetzt. Nein, den oben. Den roten jetzt unten. Genau, den da hin. Und jetzt den hoch und jetzt den raus. Ich meinte das nicht so. Ich mach's nochmal. Ja, jetzt so richtig. Stopp, runter mit dem Blauen. Runter mit dem Blauen, der obere linke. Nein, beiden, nein, die oberen linken Sachen musst du jetzt nach rechts schieben. Dann kannst du den anderen rausholen und den Blauen in die rote Ecke schieben. Ja, so. Wie doch. Um den Rahmen wieder zusammenzusetzen. Ich will ja nicht sagen, das ist die Ausgangsposition, Flo. Also, das ist ja der falsche Stein. Ja. Das ist bedauerlich. Ich nicht hin anderen. Ja, nein, du musst blau unten rechts hinmachen. Was willst du? Ja, ich. Mach doch, schieb hin. Hä? Du konntest es doch schon tun. Wie denn? Ja, indem du blau jetzt nach links schiebst, das andere ja. Hä? Wie denn? Ach Mann, lass mich. Der rote Edelstein muss jetzt nach links und bewege dafür den blauen auf die Ausgangsposition des roten. Na, bleiben, aber nicht lange. So, ja, weil ich... Thank you.
Wir haben jetzt eher Rückschritte gemacht als Fortschritte, muss ich sagen. Ja, irgendwie schon, ne? Jetzt fang nochmal von vorne an, du hast gerade alles falsch gemacht. Du musst, wie gesagt, die Teile des Raums so bewegen, dass das blaue Juwel in der unteren rechten Ecke ist. Danke. Dann den roten Edelstein nach links bewegen und dafür den blauen auf die Ausgangsposition des roten. Warum schiebst du den roten jetzt zu? Ja, nicht weiter. Der rote Stein kommt kurz. Ja. Wird aber gleich wieder verlassen müssen. Aber der blaue war doch nie auf der Ausgangsposition des roten. Doch, der rote war ja hier oben und da ist der blaue jetzt auch. Ja, gut. Um den Rahmen wieder zusammenzusetzen, musst du den roten Klunker nach oben und neben dem blauen Stein bewegen. Oh, das hatten wir jetzt die ganzen Male nicht mehr. Oben und neben den blauen. Bewege danach beide Juwelen in die obere linke Ecke. Ja. Die Rahmenteile sollten sich jetzt in einer guten Ausgangsposition für den Zusammenbau befinden. Du musst ja gucken, wo die hingehören. Ja. Und dann steht jetzt hier, als letztes bewegst du den roten Edelstein zurück in die linke untere Ecke. Und den blauen in die rechte obere Ecke. Ich glaube, ich habe das halt irgendwie falsch hingetauscht schon wieder. Gar nicht mehr so einfach, doch. Nee. Ah! Ja, du kommst schon wieder zurück. Blau kommt dahin. Und das macht es irgendwie, dass ich rot auch wieder richtig hinkriege. So ein Müll, ey. Was wartest du? Überlege gerade. Ich habe hier die Anweisung, wenn wir an dem Schritt sind, wo wir eben sind, dann sind wir fast fertig, da kommen nicht mehr viel. Schon mal wieder da. Dann wieder rot kurz zu dem anderen.
aber nicht lang. Jetzt sind sie weiter in der oben linkeren Ecke. Okay. Jetzt sind die Rahmenteile in guter Position. Bla bla bla. Und jetzt steht hier, wie gesagt, als letztes bewegst du den roten Edelstein zurück in die linke untere Ecke. Und den blauen in die rechte obere. Ich fand das eben eigentlich auch schon ganz schön. Das stimmt so wieder nicht. Oh mein Gott, ey. Eine fordernde Aufgabe. Eine herrliche Denkaufgabe. Exquisit, der wenige Platz, die Sterne zu bewegen, macht aus diesem Rätsel eine kleine Herausforderung. Wirkliche Rätselprofis benötigen für die Lösung gerade mal 61 Züge. Ja, Ruhe. Zack. Dann machen wir die beiden noch. Aber auch, nö. Was denn? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Okay, oh, das ist auch nicht schön. Auf dem Tisch liegen drei Bauklötze in Einzelteilen. Eine aufgeregte Miezekatze hat sie umgestoßen und jetzt herrscht ein großes Durcheinander. Jedes Teil von A bis C hat ein Gegenstück unter den Teilen D bis F. Welche Teile gehören zusammen? Zeichne die richtigen Verbindungslinien ein und baue so die Klötze wieder zusammen. Jetzt einfach mal so angucke. Spontan würde ich sagen, das passt gut hierzu. Spontan kann ich dazu sagen, das ist kein schlechtes Gefühl. Das sieht gleich passend aus. Und bei den anderen? Doch, ich wollte so noch und so. Das ist falsch. So? Ja. Etwas Kreativität, etwas Elan und... Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Wie die Pikerazel ist am Ende nicht mehr gerade. Dann werde ich böse. Sehr gut. Kombiniert man A mit E, B mit F und C mit D. So hat man die drei Klötze wieder zusammengesetzt. Das Höchste, was man mit dem Pikerad freischalten kann, ist mit 5500. Die Rohrsortierer.
Zwei Klempner wollen die Rohre in ihrem Lager sortieren. Da stoßen sie auf ein kniffliges Platzproblem. Kannst du ihnen helfen, das lange rote Rohr von oben links nach unten rechts zu bewegen? Alter, die haben sogar Mario und Luigi Mützen. Nur nicht ganz cool. Wir können das Ganze ein bisschen beschleunigen, wenn sie möchten. Ganz kurz würde ich nochmal versuchen. Wenn ich nicht schnell irgendwie was hinbekomme, dann... Zack. Das sieht ein bisschen aus wie die Röhren aus Flappy Bird. Ja. Und natürlich das Obermacher. Überraschung. So kriege ich das ja nicht raus. Ja. Sind Sie bereit, ja. meiner Stimme zu folgen? Gut. Tipp 1. Schiebe zuerst alle kurzen, waagerechten Rohrstücke auf die unteren beiden Ebenen. Das rote Rohr lassen wir erst einmal in Ruhe. Wenn geschehen, sagen Sie weiter. Weiter. Bewege als nächstes das Winkelstück und das T-förmige Rohr in die obere rechte Ecke. Weiter. Dort können die beiden erst einmal gut bleiben. Bewege das rote Rohr ein Stück nach rechts. Ja. Das senkrechte Teilstück kannst du nach links oben schieben, ja. Während der braune Verteiler in die untere linke Ecke gehört. Ja. Bewege nun alle kurzen, waagerechten Rohrstücke so, dass du genügend Platz hast, das T-förmige Rohr ebenso wie das Winkelstück in die untere rechte Ecke zu verschieben. Die beiden sollen unten rechts sein, ja? Ja. Dann mach das Blau nochmal weg. Wie krieg ich das denn da weg? Das steht hier nicht. Mach das Blaue nochmal hoch. Kannst unter das... Wenn du unter das Blaue das Grüne schiebst, dann ist das fest. Schon mal eine Alternative. Sehr gut. Du kannst das Grüne und das sogar noch mal weiter runterschieben. Aber die Frage ist, ich glaube, das Blaue muss weiter unten hin, das heißt... Ja. Oh, das sieht fast gut aus. Blau noch mal hoch vielleicht. Dann kriege ich hier halt auch gar nichts mehr weg. Nee, nicht in die Richtung. Das ist egal. So ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur gucken, wie genau wir vielleicht noch ein Rohr an die Hand... Nein, das Rote bewegst jetzt gar nicht. Das ist nix, oder? Hier steht, bewege alle kurzen, waagerechten Rohrstücke so. Hier steht nichts von Rot berühren, aber ich weiß auch nicht, ob man es nicht darf. Weil sonst verkantet sich das halt sofort. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen.
das ist schon mal nicht schlecht. Oh, das sieht gut aus. Ne, da was grün ist, muss das blaue hin. Da kannst du auch blau hinschieben, oder? Nein, schieb das Echo noch an uns hoch. Aber das reicht ja nicht. Jetzt ist das einmal im Weg. Oh, Kacke. Oh, das ist egal. Du kriegst es weg. Ja, genau. Nein, nicht dahin. Stopp. Ganz ruhig. Oh Gott. Ja. So, noch eins zu viel. Kriegen wir da noch eins raus? Schön weiter schieben. Ja, genau. Noch weiter. Nein, nicht so. Das ganz grüne Rohr in der Mitte musst du nach rechts schieben, glaube ich. Nicht das. Das, genau. Und jetzt kannst du das andere drehen, genau. So, jetzt haben wir das, was hier steht. Und jetzt lese ich weiter. In den frei gewordenen Platz kannst du die rote Röhre bringen, bis sie sich rechts in der Mitte befindet. Warum ist jetzt das eine grüne Rohr da? Schieb mal die... Kannst du die grünen so verschieben, dass das eine grüne wegkommt? Ja, das sieht gut aus. Nein, 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 die beiden brauchst du nicht. Schieb runter und jetzt kannst du das... Genau. Sehr gut. Weiter geht's auch gar nicht. Mach nicht irgendwas Unsinniges gerade. Das war der... Und jetzt kommt der letzte Tipp. Sobald die rote Röhre sich in der Mitte befindet, solltest du den braunen Verteiler in die obere linke Ecke verschieben. Ja, ganz mittig ist es nicht. Es müsste eigentlich noch eins weiter runter. Ja, das geht ja nicht. Doch, geht's. Ja, okay. Hast du jetzt auch. So, jetzt muss der Verteiler da nach links. Obere linke Ecke. Ist er. Bewege danach die rote Röhre in die untere linke Ecke. Von hier aus schaffst du es auch allein. Da kommt das kommt ja niemals in die linke untere Ecke. Wie willst du denn das eine Rohr da wegbekommen? Das geht gar nicht. Ja, das muss da irgendwie raus. Das war ja auch nichts. Oder? Wenn du den braunen Block eins nach unten bewegst, kannst du die ganzen anderen Röhren bewegen. Aber der soll ja da oben bleiben. Das hat keiner gesagt. Ich habe nur gesagt, du solltest den braunen Verteiler in dem Moment in die obere linke Ecke schieben. Ob man den dann da wegschieben darf, weiß ich nicht. Die letzte Anweisung ist einfach, bewege danach die rote Röhre in die linke untere Ecke. Danach kommt nichts mehr. Dann sagen sie, musst du selber machen.
Die feste Röhre muss irgendwie nach da drüben, auf jeden Fall. Also damit könntest du Blau ja wieder hochziehen. Und Blau muss ja auch da weg, deswegen... Mach das so. Nein, 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 oh Gott, nicht so. Die Ecke rühre wieder hoch und die Blaue auch, glaube ich. Aber wie, weiß ich nicht. Oh, ich, kriegst du die da auch noch raus? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sie kommt da sonst nicht raus. Ich glaube, die grüne Röhre muss jetzt genau da oben, wo die zwei Felder eben frei waren, hin. Aber wie? Muss, glaube ich, schon wieder hier runter. Wir müssen auf jeden Fall diese blöde Röhre da wegbekommen. Also dieses Hochkantvieh. Oh, das Hochkantvieh könntest du jetzt theoretisch gleich rausbekommen. Allein, wenn du das da... Ah, das kannst du rausbekommen. Blau eins nach links, glaube ich. Dann die Eckröhre runter, dann die Röhre da drunter. Die neben Rot. Die direkt neben Rot ist, damit du Rot nach wegschieben kannst. Ja. Ja, so. Und dann kannst du das halt links neben das braune Ding schieben. Schieb das braune Ding nach rechts und das hoch, ja. So, wie kriegen wir jetzt die beiden weg? Geht das überhaupt? Die kann man auch wegbekommen, wenn du die Röhren übereinander machst. Also mach mal die Röhre, die direkt unter der roten ist, nach unten zu der anderen. Mach die rote dann eins nach unten. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir die anderen Teile irgendwie durchbekommen. Oh, das scheint so nah. So, den Rest schaffen wir auch allein. Sieht auch gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Ah! Ja, sehr schön. Kein Rätsel ohne Lösung. Also diese Zahl nervt mich. Wasserdichte Lösung. Die minimale Anzahl nötiger Züge für dieses Rätsel ist 68. Ja, fast. Wie viele Züge hast du gebraucht? 298. Bleib beharrlich. Hat Wurfbomben? Nein, nettes Rätsel vom Bomben. Ein nettes Rätsel. Nach Feierabend spielen diese zwei erfahrenen Pyrotechniker noch eine Runde mit ihrem Arbeitsgerät. Was? Nach Äpfel, Melonen kommt jetzt Bomben. Boah. Platziere die Trampoline so, dass sie von der Leiter geworfene Bombe umleiten, ohne dass diese auf ihrer Flugbahn irgendwo aneckt. Die Bombe muss genau im Handschuh des Fängers landen. Na klar. Lass sie bloß nicht auf den Boden purzeln. Probier es das nicht daheim. Was gehört, Jan? Ja, ja. Darfst du nicht zu Hause ausprobieren? Hallo, das wird der Maxi-Part vom Herrn, aber... Unterhaltung. Ich mach's mal Licht an. Der Handschuh ist diesmal kleiner, beziehungsweise der Ort, wo es hin muss. Ja. Okay, es gibt auch wieder mehrere Möglichkeiten hier. Ah, mit zwei bist du gar nicht so schlecht.
Oha, vielleicht könnte das der Lösung sein, wenn du das unten noch änderst. Man weiß es nicht. Zu niedrig, ich glaube. Um das ein bisschen physikalisch aufzuziehen. Die Bombe wird auf dem Weg nach unten schneller. Wenn sie zu schnell wird, ist sie auch schwieriger einzufangen. Das solltest du beachten, während du die Trampoline aufstellst. Und voilà. Meine Antwort. Wow. Das war, glaube ich, bei allen bis jetzt so, dass ich dann. Ja. Du hast immer gerade weggeguckt und so. Und das war's. Prima, die Bombe ist wohlbehalten im Handschuh gelandet. Wenn du möchtest, kannst du ja mal versuchen, ob du noch eine andere Möglichkeit findest, die Bombe zu platzieren. So, und jetzt? Das Haus des Rätselkaters ist jetzt in Laytons Aufgaben anwählbar. Dunkles Labyrinth. Habe ich also genau. Da war es ja die zweite Variante, sehr schön. Ein Schloss mit 25 Knöpfen verschließt die Tür eines Lagerhauses. Anscheinend müssen alle Knöpfe gedrückt werden, wobei die Beschriftung vorgibt, welcher Knopf auf welchen folgt. Der mittlere Knopf muss als erstes gedrückt werden. Welchen Knopf musst du als erstes drücken, um das Schloss zu öffnen? Das muss als letztes. Ja, so rum meine ich. Wer ist der Erste? Kann der theoretisch. Was zeigt denn genau da drauf? Der hier. Das wir müssen es eigentlich nur rückwärts machen. Genau, auf den zeigt der. Den. Nochmal so. Zwei. Den Zweier. Noch zeigt der. Auf den. Noch nicht drei. Was meinst du? Der Dreier zeigt doch nicht hier hin. Ich sehe nicht, was du machst. Ja, siehst du meine Maus nicht? Nein. So, ja, dann. Der hier sagt 2. Ja. Der. Auf den Zweier zeigt der hier. Ja. Aber der Dreier ganz am Anfang, der zeigt doch nicht dahin und die anderen beiden sind die falsche Richtung. Dann guck mal von unten. Ja, das ist 4, das stimmt ja auch nicht. Warum nicht? Oh, ich bin doof, ja. Der. Auf den zeigt wieder der 4er. Den 4er. Zeigt dieser einer. Den einer der 4er. Auf den 4er. Der 2er. Den 2er. Der Dreier. Den Dreier. Der Zweier auf den Zweier. Der Dreier. Auf den zeigt der hier. Hier. Den. Der. Hier. Dann hier. Der hier. Der. 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 Okay, dann müsste dieser Dreier der Anfang sein und dem müssen wir nur folgen. 3, 1, 2, 3, 1. Was machst du? Dem folgen.
Nein, die Frage ist, welcher Knopf muss als erst gedrückt werden? Ja, der Dreier. Achso, ja, ich muss nur einmal auswählen. So. Stimmt das? Ja. Sollte ich alles einmal abdrücken. Eine fordernde Aufgabe, ohne Zweifel. Wie in Mathe, Sie müssen mal die Aufgabe lesen, Herr Marschlag. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Oh, die Zahl gefällt mir nicht. Nee, mir auch nicht. Da wird doch nichts Schönes rauskommen. So, dunkles Labyrinth. 99. Ja, viel Spaß beim Lesen, ich rolle schon mal los. Dieses Labyrinth ist ganz schön düster. Du siehst nur das den Bereich aus Ebenen. Direkt um die Kugel. Fällt die Kugel durch ein Loch? Hey, das diesmal gar nicht laden. So kommt sie auf der Rückseite des Labyrinths wieder heraus. Manövriere die Kugel durch das Labyrinth bis zum Stern, der sich momentan noch im Dunkeln versteckt. So, aber du hast mir ja den Text des anderen Rätsels verwiesen. Ganz genau, der Knopf direkt über den Stern ist derjenige, der zuerst gedrückt werden muss. Hast du den Stern schon mal gesehen? Nö. Hier geht beides nicht. Unten geht auch nicht. Reicht doch schon, oder? Der Stern ist auf der braunen Seite. Oh, das habe ich mir schon fast gedacht. Kannst du mir sagen, so wo vom Feld? Mittig oder am Rand? Oder? Unten rechts. Dann habe ich ja zumindest schon mal einen Zielort. Aber dadurch, dass du eh fünfmal wendest, wirst du das jetzt nicht anvisieren sollen. Bis wieder am Start. Ja. Gerade habe ich mich schon ein bisschen verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Also schön. Hm.
Von da aus, wo du eben oben rechts und links gegangen wärst, hättest du nach links gemusst. Keine Ahnung, wo das war. Weißt du mir genau, was du meinst? Das Loch, in dem du rausgekommen bist und direkt wieder rein bist und auf der anderen Seite mehrere Möglichkeiten sind, wo rechts eine Sackgasse ist. Aber du bist nach oben gegangen. Na egal, musst du mir gleich nochmal sagen, wo nicht. Was? Hier links. Auf der braunen Seite links. Richtig. Nach oben links musst du. Das ist richtig. Und gehst du wieder zurück? Was soll das? Das ist viel zu schwer, zurück zu verfolgen. Oh Gott. Und voilà, meine Antwort. Tada. Sehr schön. Eine herrliche Denkaufgabe. Es folgt das letzte Rätsel. Und schätze mal, wie viel Pikarat das gibt. Geschafft. Ganz schön tückisch, dass 100? Man die Kugel zweimal durch das... Ja, das würde ja nicht passen. Das gleiche Loch lutzen muss. Eigentlich ist das Rätsel nicht so schwierig. Aber wenn man derart im Dunkeln da tappt, kann man auf so etwas leicht hereinfallen. Uns fehlen genau 99. Ach so. Oha, da wird es doch eine gerade Zahl. Die große Flucht. Luke und der Professor sind in einer dunklen Höhle gefangen. Der Ausgang ist durch einen seltsamen Mechanismus verschlossen. Die beiden kommen nur weiter, wenn der Professor bis zur roten Tür gelangt und Luke durch die blaue Tür erreicht. Kannst du den beiden bei ihrer spektakulären Flucht helfen? Das war eine Frage, Jan. Nee. Kein weiterer Leitenteil, weil Jan es nicht wollte. Hat nichts mit Wollen zu tun. Das ist schon wieder ein scheiß Schieberätsel. Was hab ich denn jetzt hier? Oh nein. Was denn? Ich sag noch nichts, das wird spaßig. Stell das auf das längste Video des Kanals ein, Leute. Also eins habe ich schon mal. Warum? Oh nein! Ja, wart ab. Nee, nicht wart ab, ich will's wissen. Soll ich dir wirklich sagen? Ja. Das ist ein zweigeteiltes Schieberätsel. Das heißt, dass es danach noch eins gibt? Das ist richtig. Ach du Scheiße, ey. Ich weiß nicht, was ich... Voll. Und den Tipp mit dem kann ich absolut nichts anfangen. Was ist das denn? Hier steht, die folgenden Zeichen sind an die Höhlenwand gekritzelt, was sie wohl bedeuten mögen. Und dann steht da P, dann sind da vier Quadrate, das erste davon ist weiß, die anderen sind schwarz.
Denn da steht dann nochmal P. Also P steht wahrscheinlich für Professor. Und bei dem anderen steht PL. Dann sind da drei schwarze Kästchen. Ich bin verwirrt. Und das ist jeder der Tipps mit so einem komischen Ding. Das heißt, die offiziellen Tipps können wir schon mal vergessen. Ja, das ist. Ich weiß es nicht, ob das jetzt heißt, dass du da mit dem Professor 1. Ich kann es nicht deuten. Wenn das der Professor ist, A, oder? Warte mal, der erste. Was ist der erste Tipp? Professor. A, oder? Oh, doch. Mach mal. Willst du Neustart machen oder denkst du, du bist irgendwie weit? Weiß es nicht. Du sagst, ich soll Neustart, dann mach ich's. Ja, wir machen mal Neustart. Professor. Dann ist da weiß. Dann steht da. Ah, ich verstehe es. Das sind mehrere Reihen. Professor, Professor. Professor Luke. Oh Gott. Das ist echt nicht einfach. Man sieht hier halt drei verschiedene Spalten, nenne ich es, ja? Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 von diesen Reihen untereinander. Und das erste ist, du siehst ja, das ist unterteilt, Lukes Block ist ja 1x1. Ja. Laytons Block ist 1x2. So, das heißt, die erste Reihe besteht aus Layton, nichts, Stein, Stein, Stein. Ja. Ja. Bei mir wird das dargestellt als P für Layton, also für Professor, dann ein weißes Quadrat für nichts, drei schwarze für Stein. Ja. Darunter sehe ich Professor und Luke und dreimal Stein. Ja. Darunter sehe ich fünfmal Stein, fünfmal Stein. Stumpfe Frage, willst du mir mal kurz einen Link schicken? Ja, das ist einfacher. Das ist jetzt, wenn du jetzt damit gehst. So, Leute, ihr wollt keinen 3-Stunden-Part, deswegen gucken einfach. Ich mache jetzt nicht keine 1-zu-1-Lösung, aber... Und wie gesagt, das geht so runter. Und das nächste ist dann auch der nächste Schritt, glaube ich einfach. Also, du bist auf der Seite, unten sind Tipps, und da steht Tipp 1 und da bin ich gerade. Ach du Scheiße, ja. So, und das allererste, diese erste Reihe, nenne ich es mal, ist das, was wir gerade haben. Ich soll das jetzt neben dem Professor leer kriegen. Nee, das ist ja schon leer. Also nee. Ich muss... Die erste Zeile ist so, wie es ist, gerade im Moment. Ja. So, das heißt, bei der nächsten Spalte müssen wir zum einen ganz unten beispielsweise den einen Block verschieben und den anderen runter. Damit das passt. Also da darf in den ersten und den unteren drei Sachen überall nur Steine sein. Und neben dem Professor ist immer noch eine Lücke, aber Luke ist unter dem Professor und neben Luke ist auch eine Lücke. So. Dann muss das ran. Ja, ich hoffe, du verstehst das auch. Ansonsten notfalls ist ja unten auch wieder das Video, es geht ja 5 Minuten. Es sind halt 2 von diesen Rätseln. Und wie gesagt, da gibt es verschiedenste Tipps. Ich weiß jetzt auch nicht, ab wann da das nächste kommt. Ich will das gar nicht versuchen. Wir haben es doch fast geschafft. Machst du jetzt das, was auf den Tipps steht, oder versuchst du gerade? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll.
Aber das zweite hatten wir doch jetzt schon gehabt. Ja, danach nichts mehr. Ja, danach habe ich auch gar nicht mehr geguckt. Ja, das dritte meine ich leider nicht. Ja, ja, aber da müsste Professor Luke müsste ja so bleiben. Neben dem Professor ist alles voll. Und dann haben wir drei untereinander in der Mitte. Ja, Luke müsste unterm Professor sein und nicht da, wo er jetzt rumgeistert. Probier's nochmal von vorne aus in die Situation zu kommen. Wir machen es jetzt nochmal ganz langsam. Zum zweiten kommen wir ja easy. Nein, was machst du? Steine hoch. Das Ding da zwischen, genau. So. So, und jetzt müssen wir die Dreierlücke, die wir jetzt neben den beiden haben, müssen wir jetzt in die Mitte chauffieren irgendwie. Das heißt, es muss eben erstmal oben voll werden. Das heißt, ich würde den dicken ganz oben neben den Layton nach links schieben, den anderen daneben auch nach links, den anderen nach oben. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt muss wahrscheinlich dieses Kreisding direkt neben Lukes Kopf kommen. Frage ist, wie geht das? Da bei der Hut ist, kannst du das nicht entschieben, oder? Also wo der Ausgang sein soll. Mm-mm. Okay. Also wenn du Luke jetzt und jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob wir Luke verschieben sollten. Wahrscheinlich müssen wir, ja. Ja, dann schieb das runde Ding wieder runter. Dann kannst du den Block verschieben, dann kannst du den Luke verschieben, das hoch, das nach da, das nach da. Ne, so meinte ich. Okay, das kann auch gehen. Ja, das kann auch gehen. Dann ist Luke gleich wieder unter Layton. Ne. Ich muss denken. Doch. Das Luke unter Layton und das Ding ist da. Ja, sehr schön. So, es ist doch. Jetzt nehmen wir den nächsten Tipp. Tipp 2. Ja, jetzt sagen die, dass die so angeordnet sind, aber das wissen wir ja. So, jetzt wollen wir... Habe ich das zweite, jetzt brauchen wir das dritte. Was hast du gemacht? Was? Das muss hier rüber. Hä? Da oben soll frei. So. Und der Stein soll oben sein. Das funktioniert so nicht. Okay, das haben wir auch. Jetzt das nächste. Nein, wir müssen nicht weiter rüber bekommen. Ach, da unten ist auch noch. Deine Freie muss nach da unten. Ach, du bist bei dem. Nee, dann ist in Ordnung. Du bist also bei Tipp 2 in der Mitte gerade. Ja. Okay. Jetzt müssen wir bei Tipp 2 das letzte. Ja. Das heißt, wir müssen die beiden leer. Das heißt, der kleine Stein muss unten rechts hin. Ja. Aber Luke und Layton müssen irgendwie oben bleiben. Aha. Ja, keine Bewegungsfreiheit. Ja, das sieht gut aus. Das ist eine gute Bewegung. Thank you.
Muss Luke vielleicht noch ein bisschen mit? Ja, das bringt auch nichts. Wir sind uns einig, dass der einzelne Stein leichter an einem Zweier vorbeikommt als an einem Vierer. Ja. Das ist jetzt leider wieder Pattsituation. Luke muss wieder oben links hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den bewegen soll. Oder kannst du den Dicken richtig weiter runter machen? Jetzt ist Luke aber da an der falschen Stelle. Das heißt falsch. Dreh die alle mal. Nimm mal den Zweier von links nach oben, oder? So, jetzt geht Luke wieder nach oben und das andere Ding nicht. Irgendwie. Leighton macht dicht. Aber so ist gut. Hä? Was denn? Warum ist das so gut? Ja, schieb doch den Zweierblock nach oder den Vierer nach oben. Nein. Den Zweier von rechts, ja genau. Das ist das Einzige, was wir machen gerade, deswegen. Oh mein Gott. Ist das das, wohin soll? Noch nicht ganz. Oh, das ist so knapp. Das kann nicht falsch sein, was wir gerade machen. Und welche Lücke muss er? Von welcher? Warte mal, mach nochmal. Ja. So, da ist ja jetzt in einer Lücke. Kann man den da irgendwie hinbekommen? Wenn du Luke jetzt noch verschiebst, vielleicht mit Luke schieben irgendwie, kann das was helfen? Wenn Luke verschoben werden kann, muss ja alles wieder anders. Nein, also, das meinte ich so nicht. Wenn muss denn Luke jetzt überhaupt? Oh, Leighton muss ja auch noch wo ganz anders hin. Ne? Ich hab keine Ahnung. Nein, mach das nochmal so wie eben, das war schon gut. Du hast nicht ganz verstanden, was ich meinte. Lass mal Luke an der Stelle, genauso. Wenn man jetzt Luke nach unten schiebt, dann kann man ja das zur Seite machen und das andere auch, aber das reicht noch nicht, weil da zwei dicke Dinger sind. Hm.
Oh, warte. Oder? Wir müssen das halt irgendwie wieder tauschen. Da ist jetzt wieder dieser eine Block defield. Schieb das nochmal zurück, sodass das Ding in der Nähe von Luke ist. Ich sag's dir, wie es ist. Ich würde lieber einfach das Video nehmen. Ja, gleich, aber wir sind jetzt schon so weit. Jetzt kann ich, wenn wir nicht ganz aufgeschmissen sind, nicht gleich aufgeben. Ich wollte, dass du das Ding zu Luke zurückschiebst und nicht. Ja, genau. Da oben sollte man ja, glaube ich, ist es sinnvoll, Layton da irgendwie nochmal rauszubewegen? Also Layton nochmal nach rechts ein Stück. Schaffen wir das? Wenn du jetzt den Zweier... Nein, das wollte ich so nicht. So, den Zweier, der da jetzt... Genau, jetzt den Vierer nach unten. Und die anderen beiden, das ist aber auch nicht möglich. Okay... Der da ist. Das bringt uns in der Hinsicht alles nichts. Na, ist die Frage, ob das hilfreich ist. Ja, scheinbar nicht. Aber vielleicht so. Ne, das ist das gleiche wie eben. Mach mal nochmal zurück. Das war, glaube ich, ganz gut. Vielleicht müssen wir die doch so ein bisschen ganz weit weg davon bekommen. Das ist ja mal nur das Ende davon. Was denn jetzt zurück? Vierer runter. Luke nach rechts. Lädt nach unten. Vierer nach links. Die Zweier drüber, genau. Es ist wieder kacke. Zweier rüber, Luke nach oben. Lädt nach unten. Jetzt sind wir wieder in einer... Ist ja noch schlimmer als vorher. Ach, der lieber Gott. Und jetzt kriegst du die Zweier aber da raus. Jetzt kriegst du die oder noch nicht. Oh, da fehlt noch ein Ebene. Scheiße. Ah, Mann. Komm, mach nochmal genau 500 Züge und dann schaust du dir an. Ach, Mann. Sah teilweise so gut aus. Ist das jemand, der probiert, oder? Keine Ahnung. Ja, da schiebt er die Sachen. So. Okay. Ganz kurz zurück. Habe ich hier was übersehen? Bin mal gespannt, wann wir in der Position sind. Gleich wieder. Diese Tipps kann mir keiner erzählen, dass das irgendein Kind checkt.
Nein. Was machst du? Das Ding ist teilweise aber viel zu schnell. Das Ding. Das Ding ist unsere Rettung. Juhu, Professor, wir sind draußen. Mir scheint, als haben wir noch ein ganzes Stück vor uns. Wirklich? Ich würde das einfach auch gleich machen, bitte. Das ist gar nicht erst versucht. So verzweifelt ist der Mann. Ja, ist er. Guck mal, du hast sogar nur eine gewisse Anzahl von Zügen. Oder was steht die 91? Ach, die du schon hast, oder was? Das ist die Anzahl der Züge vorher, nehme ich an. Jetzt mach doch mal ganz ruhig hier, ey. So. Ich will aber Geschwindigkeit jetzt einfach verringern. Ich glaube wohl. So, ihr macht so. Das kommt da ran. Runter. Wir gucken uns ja gleich noch die Galerie an. Oh mein Gott. Oh. Aber dann musst du für dich, dass die nicht so lang ist. Da musst du nichts tun. Ich muss morgen früh aufstehen, nicht du, ja? Ich auch. Geht eher darum, dass Marvin auch früh aufstehen muss und so was, der jetzt schon da ist und ja. Das kannst du doch kaum erzählen, ob hier irgendeiner drauf kommt. Also ohne Tipps auf jeden Fall nicht. Ohne dieses Video unwahrscheinlich. Und das ist halt wirklich. Also viele waren so, ja, keine Ahnung, mit 40 Zügen kannst du es schaffen.
Ja, schon bei über 100. Ja, es wird auch gleich da stehen, du wirst dich wundern. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, du bist wieder zu schnell. So, ja, der kommt hier hoch. Hab ich. Der kommt hier rüber. Kommt hier hin. Lädt ihn runter. Oh Gott. Und? Kein Rätsel ohne Lösung. Alter, 7000. Ist das nicht befriedigend? Nichts wie weg. Toll, wie du den beiden bei der Flucht geholfen hast. Um den ersten Ausgang zu erreichen, benötigt man mindestens 71 Züge, für den zweiten sogar 107. Das war wirklich nicht einfach. Los, was sind Dreh raus? Das ist dasselbe Bild wie vorhin? Ich glaube nicht. Oh. Gratuliere, du hast alle 15 Aufgaben des Professors gemeistert. Ja, das ist sogar Flora. Sehne, du hast alle Rätsel dieses Spiels gelöst. Eigentlich darfst du dir jetzt auch einen Zylinder aufsetzen. Oha. Vorerst jedoch diese kleine Belohnung hier. Du hast zusätzliche Profile und Galeriebilder freigespielt. Uhu. Viel Spaß damit. Außerdem findest du noch einiges mehr, mit dem du dich vergnügen kannst. Durchstöbere doch mal den streng geheimen Bereich oder spiel das Rätsel der Woche. Viel Spaß mit den Extras. Die schauen wir uns jetzt auch noch an. Streng geheim. Fangen wir an mit Profile. Oh nein. Oh! Oh, das hört gar nicht auf. Willst du das wirklich alles vorlesen? Oh nein. Ich will das tun. Los geht's, schnell. Layton. Seine Leidenschaften sind Rätsel und exquisiter Tee. Nebenbei ist Herschel Layton aber auch ein angesehener Archäologieprofessor. Beim Aufräumen seiner Regale neigt er dazu, sich in einem seiner Schmücker zu verlieren. Luke, der Junge, prophezeit das Ende der Welt. Zu dieser und weiteren Voraussagen verhilft ihm seine Begabung, mit Tieren zu sprechen. Anfangs mag er mürrisch wirken, jedoch ist er ein aufgeweckter Junge, der sich nur um seine Familie sorgt. Amy, Lettons Assistentin, ist eine aufgeweckte und lebhafte junge Frau mit großem Interesse an Fotografie. Ihre Kamera hat sich stets dabei. Dank ihrer exzellenten Kampfkünste streckt sie jeden Hünen nieder, was sie zu einer wertvollen Gefährtin macht. Rosa, als Raumpflegerin hält Rosa die Büros der krassen Hello Uni in Alavista. Verpflegung. Sie hat von Natur aus eine pedantische Ader, weshalb der Professor sie mit einer Unordnung offen den Bahn treibt. Rosas Tee jedoch ist stets ein Gedicht. Komm, jetzt sehen wir hier, warum dieser komische Hintergrund oft ist bei diesem Bild. Ja, das stimmt. Des Cole, ein selbsternannter Wissenschaftler, dessen nobler Manierismus seine berechnende Art überspielt. Um sein Ziel zu erreichen, ist Des Cole zu allem fähig. Er sucht nach einer Art Relikt einer antiken Zivilisation. Details sind unbekannt. Groski, Scotland Yards vitaler Superinspektor, besticht nicht nur durch stählerne Muskeln und vor der Brust Haarpracht, sondern auch durch eisernen Willen. Unter seiner harten Schale liegt ein edler Kern. Leider ist er leicht in die Irre zu führen. Shelby, man mag Inspektor Shelby einen Hitzkopf nennen, doch sein Metier beherrscht er souverän. Mit Inspektor Groski verbindet ihn eine enge Freundschaft. Barton, sein Untergebener, erschwert ihm dagegen den Alltag. Beide sind dennoch unzertrennlich. Haben wir es auch erfahren. Barton, als gemütlicher Lebemann tritt Wachtmeister Barton mit dem Polizeidienst in väterlicher Fußstapfen. Er würde hervorragende Arbeit leisten, wäre er nicht schlaff und schmaus so sehr verfallen. Kiez. Oma Enigmas heißgeliebter Kater. Kiez ist ein neugieriges und schlaues Tier, das an den ungewöhnlichsten Orten anzutreffen ist. Am liebsten besucht Kiez das marine Forschungszentrum, würdigt die Fische jedoch keines Blickes. Del Mona, Dekan Del Mona, lernt an der Gresnell Universität und ist berühmt-berüchtigt für seine Vergesslichkeit und das Verwöhnen seiner Enkeltochter. Trotzdem bleibt er auf seinem Forschungsgebiet unumstritten führend. Oma Enigma, normalerweise wäre die gute Oma für die Rätselaufbewahrung zuständig. Diesmal überlässt sie die Ehre, aber ihrem Knobelkater Kiez fährt in ihren wohlverdienten Urlaub. Über ihre Identität beherrscht Unklarheit. Clark, Lukes Vater, der Bürgermeister Clark Triton, ist Laytons ehemaliger Kommiliton und das Wohl seiner Familie ist ihm heilig. Diese Schwäche brauchten Des Cole und seine Schergen auf grausame Weise, um Clark für ihre Pläne einzuspannen. Brenda.
Lukes fürsorgliche Mutter Brenda hatte die bösartigen Intrigen durchschaut und wurde dafür kaltblütig im Keller des eigenen Hauses eingesperrt. Sie sammelt so viele eigentümliche Souvenirs, dass sie gar nicht mehr weiß, wohin damit. Ariana. Nach dem plötzlichen Tod von Arianas Vater zog sich das geistreiche Mädchen vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück und ist Miss Tatterys Bewohnerin nur noch als die Unheilshexe bekannt. Sie neigt zu vorherigen Schlüssen. Urteilen. Tony liebt Ariana über alles und ist wie sie sehr empfindlich und impulsiv. Gekonnt schlüpft er in die Rolle des alten Gärtners Seamus und bestraft all jene, die Arianas Ruf in den Schmutz ziehen. Doland, als langjähriger Hausdiener, kennt Doland Lukes bereits seit dessen Geburt. Dank seines loyalen Wesens hat er die Zuneigung der Familie gewonnen. Seine gutmütige Art macht ihn auffällig für jedes Übel. Einfällig. Er geriet als erster in die Fänge der Halunken. Seamus, der Gärtner der Villa Bard, entpuppte sich letztendlich als Tony in Verkleidung. Jedes einzelne Detail seiner Verkleidung war derart raffiniert, dass niemand sein Spiel durchschaute. Jakes. Den einst als unfehlbar geltenden Polizeichef Jakes enttarnte man als skrupellosen Hochstapler. Sein gewichtiges und imposantes Auftreten erleichterte es ihm, andere einzuschüchtern und zu unterdrücken. Lagunia, das riesige Meeresungetüm, war ein hochintelligentes, liebenswertes Geschöpf. Als letztes Wesen des Goldenen Gartens kämpfte sie tapfer für das Wohl des Tullibys und die Rettung ihrer innig geliebten Freunde Ariana und Tony. Hätte ja sogar schon einen Schlitz im Hals. Toppy ist eine kleine aufgeweckte Maus, die für Luke auf Streife geht. Gemeinsam mit seinen Brüdern untersuchte Toppy das städtische Kanalsystem. Toppy gehört zu einer seltenen unserer Art der Feldmäuse, die nur an Miss Tatterby vorkommt. Schwarzer Rabe. Der Schwarze Rabe ist eine finstere gewandete Gestalt, hinter der sich Crow und seine Bande verbergen. Er diente ihnen dazu, jene mit Rätseln und speziellen Aufgaben zu testen, die ihren Markt besuchen wollen. Crow, ein Junge mit Charisma, dem seine kindlichen Anhänger unbegrenztes Vertrauen schenken. Crows außerordentlicher Intellekt führte ihn zwangsläufig an die Spitze der Rabenbande. Die Eignungsprüfungen und Auktionen waren seine Ideen. Marilyn, neben dem Führen des elterlichen Marktstands agiert Marilyn als Informantin der Bande. Sie weiß über alles und jeden Bescheid. Ihre unkomplizierte Natur und ihre ausgeprägte Geschäftssinn machen sie zu einem wichtigen Teil der Gruppe. Roddy, der stellvertretende Anführer Roddy, ist ein mürrischer Gassenjunge, der seit seines Vaters Verschwinden für den Unterhalt der Familie aufkommt. Trotz seiner ständigen Nörgelei ist er ein zuverlässiger Rabe, der seine Pflicht jetzt erfüllt. Archies Stärke an den ungewöhnlichsten Orten nützliche Schätze zu finden, macht ihn besonders wertvoll für die Rabenbande. Für die wohlhabende Gesellschaft hat er nur Verachtung übrig, sein Lebensplan steht bereits fest. Willi, ein etwas unbeholfener Knabe, der sein Leben sofort für einen Lutscher hergeben würde. Willi ist der Mann fürs Grobe. Für das Scheitern seiner ständigen Bemühungen von Nutzen zu sein, liebt ihn die Gruppe umso mehr. Veronika. Die entzückende Veronika ist eine der wichtigsten Köpfe der Bande. Wegen ihres effizienten und schnellen strategischen Denkens wird sie sehr geschätzt. Besonders Crow erreicht ihr großen Respekt. Louis, Louis, das älteste Mitglied Louis, ist der Spion der Bande und hat Eindringlinge immer im Auge. Seine Freunde unterstützt er finanziell gerne in schwierigen Zeiten, während sein Vater das Geld nur so vom Fenster hinauswirft. Lucky, er ist der athletischste Überflieger der Gruppe. Jedoch schrecklich schüchtern. Mit fast übernatürlicher Energie schwingt Lucky sich als schwarzer Rabe von Dach zu Dach. Steht man ihm jedoch gegenüber, ist er sehr verschlossen. Rocket. Egal was ist, Rocket repariert's. Er ist der begnadete Handwerker der Rabenbande. In Sachen Intelligenz hinkt er seiner großen Schwester Veronika arg hinterher, was ihrer Geschwister Liebe aber keinen Abbruch tut. Aldous. Obwohl Aldous allen wohlgesonnen ist, stößt er mit seiner maßlosen Freundlichkeit auf Ablehnung. So schreckt er meist auch Touristen ab. Als obsessiver Sammler hortet er seine Fundstücke in einer Holzkiste. Charlie, der ungehorsame Charlie jetzt aus North Alive, befindet sich gerade in dem Alter, in dem man tausende und abertausende Fragen stellt. Sein Annahme, das Phantom sei ein Superheld, der gegen das Böse kämpft, zeigt sein reines, aber auch naives Wesen. Jasmin. Die treue Seele Jasmin besitzt ein Herz aus Gold und wird von allen Kindern vergöttert. Sie kocht traumhaft und hat eine Engelsgeduld. Miss Tatterys Mutterfigur umgibt eine Aura der Ruhe und Sympathie. Bucky, der fidele Fährmann, wohnt am Flussufer und begrüßt alle mit ehrlichem Enthusiasmus. Ist er mal nicht bei seinem Booten, kehrt sich sein Wesen um. Verschlossen und ruhig ist er kaum wiederzuerkennen. Finn, der entspannte Polizist Finn, hat enorme Mühe und Zeit in die Konstruktion seiner ausgefallenen Mausefalle investiert. Oft ist er zu sehr auf sich konzentriert und nichts fürchtet er mehr als die Ablehnung anderer. Beth, die Hausdame der Familie Triton, liebt es, ihre Nase in andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Beth saugt Gerüchte und Skandale nur so in sich auf. Immer macht sie überall, wo sie stöbert, auch gleich sauber. Greenlee. Der rüstige Junggeselle Greenlee scheint so lange normal, bis er ins Grüne tritt. Seine Passion für die Flora und der Drang nach mehr Grün lässt ihn heimlich Pläne für die
Gorilla-Bepflanzung Mystery Screen. Clarence. Für Clarence ist es in der Regel schwierig, einer Konversation zu folgen. Manche halten dies für eine Masche, nur wenige wissen, dass der arme Stock taub ist und dies nur aus Stolz nicht zugibt. Greenlee und Tante Toffee sind seine Geschwister. Oha. Joe, der Hotelier und Barmann Joe, ist ein gemütlicher alter Mann, der an delikaten Essen und nettem Geplänkel niemals abgeneigt ist. Stur wie ein Esel weigert er sich, sein Hotel allein den Attacken des Phantoms auszusetzen. Molly, ihre lebhafte und offene Art, macht die Hausdame Molly bei den Gästen sehr beliebt. Ihr vorgesetzter Joe ist wie ein Vater. 30 Gläser auf einmal zu tragen, ist nur eines ihrer vielen Talente. Marion, als angehende Ichthyologin, verbringt Marion ihren ruhigen Alltag im Marienforschungszentrum. Kiez wird von ihr regelmäßig mit fischlosen Leckereien versorgt. Sie wirkt oft abwesend, ist aber in Sachen Fisch auf Zack. Brian, der sture Hutverkäufer Brian, hört anderen ungern zu. Wenn er es dann doch tut, wird er zum Fähnchen im Winde und lässt sich leicht eine Meinung einreden. Seine Leidenschaft gilt harter, ehrlicher Arbeit und der Hutfertigung. Hugo. Hugo ist ein Charmeur, wie er im Buche steht. Er liebt Katzen und Frauen fast genauso wie sich selbst. Sein Narzissmus lässt ihn stundenlang vom Spiegel verweilen, vor dem er versucht, seine widerspenstigen Locken Herr zu werden. Dominika ist eine ältere geschwätzige und von Vorurteilen beherrschte Dame. Der Versuch eines Gesprächs endet meist mit dem Ertragen eines ihrer endlosen Monologe. Man munkelt, dass ihr ungesunder Lebenswandel zu ihrem vorschnellen Altern geführt hat. Paddy. Restaurantbesitzer Paddy arbeitet einst in einer Londoner Bäckerei. Seine Gäste verwöhnt er stets mit frischem, meist noch warmem Gebäck, das die Hauptattraktion jeder Mahlzeit darstellt. Seine Rosinenbrötchen sind einfach himmlisch. Brocco, seitdem Broccos Haus zerstört wurde, kann der Junge einfach nicht mehr aufhören zu lachen. Mit seinem Sarkasmus versucht er wohl seine große Verzweiflung zu bekämpfen, trotzdem bleibt er stark und lacht der Zukunft entgegen. Tante Toffee ist die gnadenlose Herrin über alle süß. Ihre Regel, nur Kindern Leckereien zu verkaufen, hält sie rigoros ein und Ausnahmen. Man munkelt, ihre Süßware käme direkt aus dem Schlafenland. Fackwell, ein armseliger Mann, der sein Leben der Geldverschwendung auf dem Rabenmarkt gewidmet hat. Sein Sohn Louis setzt mittlerweile alles daran, seinen Vater davon abzuhalten, die Familie in den finanziellen Ruin zu treiben. Ist ja wirklich so, siehst du? Verrückt. Grahams, vor Even Barts plötzlichen Tod handelt sein Mann Grahams als zukünftigen Bürgermeister. Kein Wunder, dass er spürbaren Groll gegen Clark hegt. Als respektierter Einwohner sorgt er sich um die Probleme seiner Stadt. Goosey, ein seltsamer, aber netter Zeitgenosse, der als Kind seine Leidenschaft für das Versteckspiel entdeckte. Leider ragt sein etwas zu groß geratener Körper immer überall ein Stück raus, was ihn zur Verzweiflung treibt. Mimi. Mimi ist eine bodenständige Dame, die ein Kind von ihrem Mann Grahams erwartet. Normalerweise hat sie ein angenehmes und entspanntes Wesen. Ihr Mann jedoch hat sie auch schon anders erlebt. Hier ist sonnenklar, wer die Hosen anhat. Hans. Jakes Sohn Hans ist ein vorlauter, verwöhnter Bengel, der seinen Vater von unausstehlicher Weise in den Himmel lobt. Von der Rahmenbande geächtet, konzentriert er sich ganz darauf, in die mächtigen Fußstapfen seines Vaters zu treten. Miller hat es als Touristin nach Miss Tellery verschlagen, über die aufregenden Ereignisse mokiert, sie sich zugleich fasziniert, sie aber die Gefahr Menschen vertraut. Die junge, naive Frau blind, der Tourist Yamada hat es ihr angetan. Yamada, ein dubioser Tourist aus dem fernen Osten. Als rationaler Mann hinterfragt Yamada das Geschehen mit gesunder Skepsis. Seine Ansichten sind meist konträr zur gängigen Meinung, das ihn umso interessanter macht. Sean, die liebenswerte Brillenschlange, hat Manieren erste Klasse. Als Tonys bester Freund macht er sich große Sorgen, da dieser sich seit einem Jahr nicht mehr blicken lassen. Dass er in Ariana verliebt ist, behält er lieber für sich. Olga, Miss Tellerys Bibliothekarin, ist nie ohne Schmöcke anzutreffen. Heimlich träumt sie davon, in einem Haus voll mit Büchern leben zu dürfen. Aus der Ruhe zu bringen ist sie nur, wenn man ihre Lieblinge nicht pfleglich behandelt. Chickley ist ein Bruder für Luke. Er ist ein sehnlichster Wunsch. Es ist ein sehnlichster Wunsch, eines Tages zur Rabenbande zu gehören, was ein seltsames Gebaren erklären mag. Mit Hexen und Phantomen will er aber lieber nichts zu tun haben. Sebastian. Die Fenstererscheinung des ehemaligen Fabrikarbeiters Sebastian mag täuschen. Der Rosenliebhaber tut nämlich keine Fliege was zu leid. Zur Gesellschaft hält er sich Goldfische, die er heiß und innig liebt. Cornelius, der romantisch veranlagte Florist, spricht die Sprache der Blumen. Cornelius zaubert zu jeder Gelegenheit das passende Bouquet. In seinem Laden hat so manches Paar beim Blumenkauf kennengelernt. Ja. Chappie, Kurator des Museums, hat derart viel Zeit mit Katzen verbracht, dass es scheint, er habe das Sprechen verlernt. In Wahrheit weiß er sich exzellent auszudrücken und hat viel zu erzählen. Hannah, eine kultivierte, rasch in Verzückung geratene Dame, die meint, im Kroski ihren Trauma gefunden zu haben, erhascht sie einen Blick auf den Auserwählten, folgt sie ihm entflammt auf die Füße. Auf dem Fuße. Für ihn wurde sie sogar ein Overall tragen. Mick sieht man immer an der
Bushaltestelle stehen, an welche er auf Busse wartet, aber nie einsteigt, denn genau das ist sein Hobby. Bussen beim Vorbeifahren zu sehen, mittlerweile ist es zu seiner alltäglichen Routine geworden. Das ist ein Hobby. Das Wachtmeister, wenn Scotland Yard und liebt Rätsel über alles. Er hat einen starken Sinn für Gerechtigkeit und leidet darunter, nie an den Ermittlungen beteiligt zu sein. Wenn er lacht, erscheint sein Kinn noch länger. Monika, Emmy und die übellaunige Rezeptionistin können sich nicht riechen. Monika kann Leute auch nicht ausstehen, die ihr wieder Worte geben. Blickt man hinter ihre Fassade, entdeckt man auch ein großes Herz. Thomas, der in die Jahre gekommene Globetrotter, führt eine kleine Reiseagentur und ist ein guter Freund der Tritons. Seine ehrliche Art lässt ihn alles offen aussprechen, manchmal zu offen. Ab und an tritt er damit ein Fettnäpfchen. Nate beaufsichtigt die Ausgrabung, die den Goldenen Garten freilegen soll. Hinter seiner starren Miene steckt ein sehr heller Geist, dem er überaus erstaunliche Erkenntnisse verdankt. Er schämt sich seiner Mäusephobie. Was haben die Mäuse überhaupt gemacht? Das verstehe ich immer noch nicht. Duncan. Ein Wunder, dass Duncan nicht auch noch seine Nächte im Museum verbringt. Der Junge begeistert sich für alles Antike und verfolgt zielstrebig den Wunsch, Archäologe zu werden. Niemand kennt Chappie besser als Duncan. Ingenieur, der genügsame Ingenieur, wurde je aus seinem rechtmäßigen Ruhestand herausgerissen, als der Skull und seine Schäden ihn zum Mitarbeiter der Metallkolos zwang. Charakteristisch für ihn ist, dass er nichts für sich behalten kann. Naja, ist eine begnadete Sängerin, die Miss Tellery als inspirierende Ruheoase gewählt hat, um sich ganz dem Beschreiben neuer Liedtexte zu widmen. Wer kommt hier? Mit der Hilfe unserer herzzerreißende Ballade komponiert. Hä? Bobby, Jakes Polizisten sehen auf den ersten Blick alle gleich aus, doch sie sind grundverschieden. Nur Miss Tellerys Einwohner sind in der Lage, sie voneinander zu unterscheiden. Jakes selbst interessiert es herzlich wenig, wie man seine Befehle aufhält. Bram ist ein von Jakes angehörter Schläger und passionierter Bodybuilder. Bevor er seine Muskeln zur Schau trägt, beugt er sich allmorgendlich im Spiegel. So groß seine Muskeln, so klein sein Gehirn. Sehr gut. Wer bist du denn? Keine Ahnung. Eine weitere Marionette von Deskool. Unter all der Schergenschaft, sticht Gent mit seiner Schwäche für niedliche Dinge raus. Würde bekannt, dass er zur Entspannung Teddybären fertigt, wäre ihm das sehr peinlich. Nordic. Das Chor hält große Stücke auf dieses kriminelle Subjekt, das sein Genie ausschließlich für niederträchtige Zwecke einsetzt. Es gelingt ihm jedoch nie, jemanden ernsthaft Angst einzujagen. Shelmy. Als junger Wachtmeister wusste Shelmy sein Temperament noch nicht recht zu beherrschen. Dank seiner Ausbildung durch den erfahrenen Inspektor Gilbert und seinem Mitwirken bei einem spektakulären Fall stieg er schnell selbst auf. Gilbert. Ein kluger Kopf bei Scotland Yard war ein munterer und natürlicher Mensch. Er setzte großes Vertrauen in seine Angestellten. Es gelang ihm nicht mehr, Haltung zu wahren, da er sich oft von seinem Übereifer hinreißen ließ. Was? Als ob sogar das Auto da ist. Ja klar. Rätselfreund 1. Rätselfreund 1 ist ein helles Köpfchen, das stets am Wissen durstet. Er ist sehr fleißig und nimmt alles ernst. Trotzdem wird er wegen seines mangelnden Taktgefühls von anderen aufgezogen. Sein Lieblingsplatz ist sein Schreibtisch. Kommen die alle her? Die kenne ich alle nicht. Rätselfreund 2. Das sind den Rätseln die Figuren, die da im Hintergrund sind. Oh, klar, eben zwar die Reise. Riese mit Vorliebe für die Geschöpfe der Natur stiftet Gemeinschaft. Innerhalb der Gruppe. Er arbeitet wie ein Ochse, sodass man sich nicht wundert, wenn er für zwei spachtelt. Außerdem befindet er sich noch im Wachstum. Rätselfreund 3 ist ein herzlicher, leicht exzentrischer Bursche. Er verfügt über ein hohes Maß an Bildung und ausgezeichnete Manieren. Auf der Suche nach Rätseln kommt er viel rum. Seine großen Augen versteckt er hinter einer Brille. Rätselfreund 4 führt ein ruhiges Leben, ein eher wortkarger, einsamer Wolf, wenngleich er sich auch schnell ausgeschlossen fühlen kann. Manche empfinden seine Art als missmutig, dabei ist er seinen Freunden gegenüber ungemein freundlich. Rätselfreund 5 kriegt vom Knobeln nie genug. Im Spiel hat er Glück, im wahren Leben wirkt er ein wenig unbeholfen. An seinem Arbeitsplatz der Post teilt man ihm den Papierkram zu, der er sich fremd gegenüber oftmals verschroben verhält. Rätselfreund 6 ist ein Mann mittleren Alters, der sich sein jugendliches Gesicht und sein kindliches Herz bewahrt hat. Er ist schüchterner und introvertierter Natur und über allermaßen begeisterungsfähig. Rätselfreundin 1 ist ein stilles, lockeres Mädchen aus bemühtem Hause. Hüteten. Mit ihrer abgehobenen Art mag sie ein wenig schnippisch wirken. Sie ist eine erstklassige Pianistin und der Inbegriff einer kleinen Prinzessin. Rätselfreundin 2. Die erst energische Mädchen lebte schon von klein auf aus dem Koffer, da seine Eltern oft den Wohnort wechselten. Als ewige Optimistin kostete sie ihre Lebensvollends aus. Athletisch ist sie bestimmt nicht. Oft stolpert sie bestimmt über eigenen Füße. Rätselfreundin 3 ist schwer zu begreifen. Sie hat viele Talente, die jedoch niemandem so recht bekannt sind. Ihr unsportliche und plumpe Erscheinung widerspricht ihrer Agilität. Eigentlich tut sie immer nur das, was sie will.
Als er von den vier liebt, in die Augen mit das Knobeln. Noch mehr hat es ihr aber die Mode angetan. Niemand begleitet die Schnäppchenjägerin mehr auf ihrer Jagd nach den teuersten Trends, der ihre drängelnde Art selbst die geduldigste Freundin verscheucht. Mittel von den fünf weiß alles besser und liebt allein vor sich hin. Ihr Alter bleibt ein Mysterium. Man sagt, sie habe eine Vorliebe für ausgefallene Kleidung, wenngleich das Leben einer Eisdealerin, also Eisdealerin führt, weiß kribbelt sie über komplexe Sachverhalte. Ein selbstbewusstes, lebhaftes Mädchen, das von den Rätselfreundinnen als Schwester betrachtet wird. Auf sie kann man sich verlassen und unterkriegen lässt sie sich erst recht nicht. Ihre launische Art lässt sich manchmal aufbrausend werden. Falscher Dolan. Nachdem das Golden gutmütigen Butler Dolan entführt hatte, nahm er selbst dessen Rolle ein und zog im Geheimen die Fäden. Unschlagbar in seiner finsteren Metier ist er als der Dienstbote jedoch miserabel. Leighton Mobil. Das Professor ist ganzer Stolz. Das wunderschöne, rot lackierte Automobil bietet im Innenraum idealen Platz für den Zylinder eines echten Gentleman. Mit viel Liebe hat der Professor sein Gefährt so lange aufgepäppelt, bis es in neuem Glanz erstrahlte. Emmys Roller. Der sonnengelbe Roller hat schon bessere Tage gesehen. Emmys flotter Fahrstil hat ihm schon so manchen Kratzer im Lack beschert. Das dankbare Fortbewegungsmittel kann es mit Kroskis muskulären Beinen jedoch nicht aufnehmen. Wenn es noch so viel zu lesen gibt, dann gehe ich, sage ich dir, wie es ist. Was ist das denn? Clark schreibt Maschine. Hier sehen wir ihn zwar vor einer Schreibmaschine, doch in Wahrheit schreibt Clark Triton seine Briefe ausschließlich von Hand. Emmys Schnappschuss. Emmy fotografiert ein zerstörtes Haus mit ihrer geliebten Kamera. Die Fotos waren hilfreich bei den Ermittlungen. Komm her, Keats. Tierfreund. Das ist nochmal so ein Flashback. Tierfreund Luke auf wilder Jagd und das ausgerechnet auf der Suche nach Informationen. Junge, komm bald wieder. Willi Spendabel. A la Willian! Willi, einer der schwarzen Raben, gibt dem Professor einer der vier Rabenmedaillen, die Suche beginnt. Verräterische Süßigkeiten, eine unbedachte Bewegung und schon gewährt unser Rabe tiefer Einblick. Auch auf Willis Pulli ist ein Blick zu erhaschen. Neugieriger doch Schemen. Der Professor wird einer Person gewahr, die Gruppe aus dem ersten Stock beobachtet. Brüderlein und Schwesterlein. Ein entzückendes Geschwisterpaar. In trauter Zweisamkeit sind Toni und Ariana in ihrer schönsten Festtagskleidung abgebildet. Seamus unterwegs. Mimi erspäht Seamus, der vergnügt mit Buckys Boot durch die Stadt schippert. Verhextes Geschmiere. Der Hexenfluch als unerfüllte Wandmalerei. Es sieht so aus, als sei der hexerische Schmierfink einer Naschkatze. Dreifache Inspektion. Emmy und zwei Inspektoren bei der Aktenprüfung. Man sieht, wie sehr Kroski und Shelmy bei der Arbeit harmonieren. Vertieftes Schmökern. Unsere drei Helden beim Stöbern im Zeitungsarchiv. Gerade lesen sie von Evan Bartes Tod. Lukes kleiner Helfer. Luke stellt seinen Begleiter Mausefreund Toppy vor. Dieser scheint vor lauter Lampenfieber gerade zu stramm zu stehen. Helden in Handschellen. Die Helden werden als Verdächtige im Phantomfall verhaftet. Gegen so viel Staatsgewalt kommen auch unsere Knobelkünstler nicht an. Lagunias Wunden beweisen, dass das wahre Phantom noch immer auf freiem Fuß ist. Man leidet mit der armen Kreatur für mich mit. Emmy die Retterin. Emmy hilft den echten Dolan und Lukes Mutter Brenda aus ihrem Kellergefängnis. Welch ein Glück, sie unversehrt zu sehen. Emmys Roller. Konzept. Emmys geliebter Roller. Bitte beim Fahren den Helm nicht vergessen. Deskulls Gemach. Konzept. Jakes und Deskulls Konferenzraum ist im Flackern des Kerzenlicht getaucht. Ideal für die geheime, finstere Zusammenkunft. Barts Terrasse. Von hier aus schauten Ariana und Luke einst zum Sternenhimmel auf. Ein wunderbares Fleckchen für den Nachmittagstee. Der Bergbauroboter. Ein Stahlmonster mit flammendroten Augen. Der Kampf zwischen dieser Apparatur und Lagunia bietet die Gestalt des Phantoms. Bildete. Die Flöte des Phantoms. Arianas geliebte Ocarina. Der sanfte Klang beruhigte Lagunias Gemüt. Eines schönen Abends. Alle sitzen bei einem feinen Tee versammelt. Aber Moment, was ist denn das dorthin? Warte, stopp! Was war das? Das ist das Letzte. Was ist da hinten? Geht es da wirklich um Flora, die man eigentlich noch gar nicht kennt? Beziehungsweise aus den Teilen davor? Aller Musik. Müssen wir jetzt nicht alle durch. Tipp alles durch. Aber nur ganz kurz. Ich google währenddessen mal, was man mit den Mäusenmarken macht.
Und voilà, meine Antwort. Toll, ich wusste es. Gar kein Problem. Es ist an der Zeit für uns. Ich bin eine Hexe. Die alte Masche. Seien Sie still, Läden. Hoffentlich vergisst er nicht, etwas zu essen. Vertraut mir einfach. Alle haben sogar meine Sachen über Ariana gesagt. Der Riese erscheint bei Nacht, wenn der Nebel am dichtesten ist. Und die Hausherrin hegt nicht den Wunsch, sie zu empfangen. Also gehen Sie, fort mit ihnen. Videos? Das ist aber die Nummer, ja. Geh mal durch, also nicht anklicken. Könnt ihr hier sehen, wir haben die alle eh schon gesehen. Gib das Passwort aus dem 5. Spiel der Professor Layton-Reihe ein. Na klar. Mach erstmal das andere, ich guck gleich. Ja, es gibt nichts anderes mehr. Hä? Zurück? Stimmen? Da war ich doch gerade. Das war nicht Stimmen eben. Okay. Ja, wir pausieren kurz. Ich will mal gucken, ob ich den Code rausfinde. Aber ich sag dann was. Ja, okay. Haben soweit geguckt und finden das Passwort jetzt nicht direkt. Aber es sind nur noch irgendwie ein paar Konzeptarts von, glaube ich, auch anderen Teilen. Also. Die Frage ist auch, ob das jetzt pro 3DS Passwort ist. Ja. Oder ob es ein allgegenwärtiges ist. Also das kriegen wir nicht hin. Ich gehe jetzt nochmal zum Startbildschirm. Es gibt auch diese Mäusemerken. Ich habe mich mal informiert. Du könntest theoretisch schon mal ins Spiel gehen. Da gibt es nämlich diesen einen Polizisten, der das am Anfang angesprochen hat. Wenn du ihn ansprichst, gibt es ein kleines Minispiel, wo du so Mäuse antippen musst. Aber da kriegst du nichts von. Das hat keinen Gegenwert. Ja. Und deswegen wollte ich sagen, das war's mit dem Projekt. Krasser Megaparty, die letzten beiden von Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Wir hoffen, euch hat das Projekt gefallen und wir sehen uns vielleicht auf einem anderen Video von unserem Kanal hier wieder. Vor allem vielleicht bei dem nächsten Layton-Teil, es wird die Maske der Wunder werden, oder dem neuen Layton-Teil, der schon angekündigt wurde. Irgendwas mit The New World of Steam. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Ich kann es von vorne noch sagen. Und ich schalte auch in einer nächsten Folge wieder ein. Tschüss! Tschüss!